Boah, es war die letzte Ebene, Leute, ne? Es war die letzte Ebene. Gut, aber ich werde es auf jeden Fall zum späteren Zeitpunkt nochmal probieren. Oh, es ist bedauerlich, ey. Gut, ich werde jetzt erstmal das Haus hier weiter erkunden. Und ich mache das nachher, bevor ich will. Also wenn ich alles hier im Haus erkundet habe nochmal. Vielleicht kann ich noch ein paar Heilmittel. Kann ich eigentlich nicht, weil ich habe es ja schon alles hier erlebt. Ach Mann. Gut, ich gucke trotzdem, ich muss auch die ganzen Fluoriddinger sammeln und auch die Gespräche mit den Geistern. Ja, wie gesagt, Medizin kann ich ja so gesehen jetzt keine mehr sammeln. Ach ja, ich weiß es. Habe ich mit euch schon gesprochen? Ah, ja, habe ich schon. Mit denen habe ich schon gesprochen. Das war nur der eine Bereich hier. Es tut mir leid, also das habe ich auch schon gelesen. Das habe ich auch schon gelesen. Ja, logisch, weil da haben wir das ja schon eingesetzt. Ja, genau, Katze. Also die hab ich schon alle. Aber es sind gar keine Gegner mehr anscheinend. Das finde ich gut. Die Dämonen sind nein, nein, das habe ich auch schon gelesen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr habt ihr gerade mitgefiebert bei der letzten Ebene? Echt. Es war wirklich eine Sache von Millisekunden. Weil ich habe, glaube ich, zu spät auf Blocken gedrückt oder vielleicht auch zu früh, keine Ahnung. Und nicht fest. Oh! Nicht feste genug, was weiß ich. Wartet, ich glaube, das mit den 10 Fluorid war so, wenn man die gesammelt hat, dann kann man, glaube ich, erst in diese Dämonen, Ebene, wo wir halt gerade waren. Ich glaube, das war das mit den 10, weil es kam ja keine Trophäe. Ich glaube, das hing damit zusammen. Oh, schön, dass keine Gegner mehr herkommen jetzt. Ich gehe erstmal hier lang. So. Ach so, da ist er. Ich kann meine Kameraden von unten unter der Erde schreien hören. Kann mir bitte jemand die Ohren zuhalten? Ich ertrage das nicht mehr. Kann ich durchaus auch nachvollziehen irgendwo. Vor ein paar Tagen habe ich gehört, dass die bösen Geister auferstanden sind und die Leute in der Hauptstadt erschreckt haben. Dann sei ein Mann mit einer Kugel aus Licht aufgetaucht und habe die Monster vernichtet. Vor langer Zeit hat ein Mönch göttliche Schwerter in diesem Teil des Landes zurückgelassen. Der vorherige Fürst befahl seinen Männern, diese Schwerter zusammenzutragen. Als dann diese Burg konstruiert wurde, hat er die Schwerter bei 4 Wächterstatuen platziert. Urplötzlich kam ein Monster vom Himmel herab und hat uns unnachgiebig angegriffen. Aber es hat sofort aufgehört, als ein in schwarzer Rüstung gekleideter Dämon aufgetaucht ist. Ich frage mich, ob die ähnlich Loyalität verspüren wie wir für Fürst Yoshitatsu. Ich hoffe nur, ich übersehe jetzt keinen Fluorid. Ihr wisst ja, wie das bei mir ist, wenn ich hier Let's Plays aufnehme, dass ich gerne mal ein paar offensichtliche Dinge einfach mal übersehe. Zum Beispiel das da. Fluorid. Na, vielleicht liegt ja doch noch irgendwo eine Medizin rum. Hier ist auch kein Fluorid mehr. Na, wenn ich hiermit fertig bin mit der Erkundung des Hauses, werde ich
mich nochmal ins Dämonen, in die Dämonenwelt begeben. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Da ist nichts mehr. Ich habe bereits an der Kordel gezogen. So, immer gucken, ob sie irgendwo blinkt. So, jetzt muss ich mal... Ach, das war ja genau. Aber gut, da kann ich ja trotzdem runtergehen, ist ja egal. Die geht hier nach unten und da nach unten. War ich in beiden Bereichen schon? Also hier war ich schon. Und das ist doch hier das mit dem, genau. Ich habe wegzurennen versucht, aber ein seltsamer aussehender Mann hat sich vor mir positioniert und dann die Türe von der anderen Seite versperrt. Okay, warte mal, der Blick. Ah ne, das ist die Kerze. Also dieses Teelicht oder was das sein soll. Okay. Dann gehen wir jetzt die andere Leiter runter, denn da bin ich mir jetzt... gar nicht so sicher. Warte mal, das... Das war jetzt der Bereich, okay. Ah ne, da geht's noch weiter runter. So war das, genau. Ich erinnere mich. Runter. Ja, probieren wir es noch weiter runter. Ach, das war hier. Ja, okay. Okay, okay. Habe ich also auch schon. Kein Fluorid, okay. So. Das ist euer Ernst. Er gibt mir wenigstens eine gelbe Seele. Nein? Okay, nein. Warum tauchen jetzt hier welche auf? Das muss doch einen Hintergrund haben. Fluorid sehe ich kein... Warte mal, habe ich die Kiste... Oh! Ich kann es übersehen. Eine schöne kleine Truhe... Achso, doch. Ja, ich dachte gerade, ich hätte da eine Truhe übersehen, aber dem ist wohl nicht so. So, bei der Truhe dasselbe. Das war das Kosmetikkästchen der Prinzessin. Gut, 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 gut. Flammen, genau, das habe ich auch schon mir angeguckt. Eine Leiche. Nämlich von den Kreaturen mit der Hania-Maske in Acht. Die sind komplett verrückt. Sie mögen derzeit von der Spitze des Burgfrieds verschwunden sein, aber sie werden bestimmt zurückkehren. Und ich werde bereit sein. Die Monster haben Yumemaru entführt. Entführt, Fragezeichen. Es war definitiv leichtsinnig von ihm, die Prinzessin alleine retten zu wollen. Aber so ein Schicksal hat kein Junge verdient. Der hättet ihr den besser beschützen müssen, wa? Ist natürlich auch assi, jetzt noch über die Toten hier so ein bisschen herzuziehen. Okay. Oh, ich sehe gerade, ich habe anscheinend doch einen... eine gelbe Seele gesammelt. Wieso hat er jetzt den Finisher nicht gemacht? Oder hat einfach gar nichts gemacht? Das erschließt sich mir dann nicht. So, hier geht's. Ei, ui. Ne, es hilft mir natürlich, wenn ich jetzt mit voller Energie nachher da wieder hingehe. Ah, seht ihr? Hat sich doch schon gelohnt. Leere Truhe. So, Medizin, das wäre so geil, ne? Ja. Ah, Sprengkugeln, fuck. Gut, ich kann natürlich, wenn ich schnell genug bin, wenn ich das ein bisschen raus habe, könnte ich wirklich zu Beginn von so einer Ebene, könnte ich zum Gewehr wechseln und die größeren Kaliber mit Sprengkugeln
Klappe schießen. Ja, okay, da geht's zum Dach. Wir können ja mal gucken, ob auf dem Dach noch ein Fluorid ist, aber ich denke mal eher nein. Es wäre so geil gewesen, wenn jetzt der Boss wieder hier gestanden hätte, so als Geheimboss. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt auf direktestem Wege zurück Richtung Dämonen-Ebene. Lasst mich in Ruhe. Ich will keine Kämpfe mehr. Es gibt natürlich die kleine Chance, dass ich dadurch noch eine gelbe Seele bekomme, aber es gibt auch genauso! Es ist so bescheuert, ne? Dieses Waffenwechseln. Wow. Ja. Gut. Also es ist nicht so viel Energie. Also ich meine, das ist jetzt echt, dürfte nicht spielentscheidend sein. So, dann kann ich nämlich jetzt runter. Und hier runter. Kann ich nämlich den geheimen Weg nehmen. Und bin dann schneller wieder bei dem komischen Typ. Boah, eigentlich ist es ja kein Typ. Das kann ja eigentlich kein Mensch sein, der sich da so runterhängen lässt. Also. So, wo sind wir jetzt hier? Da. Okay. Gut. Der Bereich, das war wieder so, ein unnützer Raum. So, und jetzt runter und dann, genau. Gut, einsammeln. Nochmal auf die Karte gucken. Ich müsste das eigentlich alles abgegrast haben. Ja, habe ich. Den Bereich, ja, habe ich. Gut, dann speichere ich jetzt nochmal und dann gehen wir nochmal zur Dämonen. Dingens, weil wir haben jetzt keine Alternativen mehr. Es gibt nur zwei Wege, entweder dahin oder wir gehen durch das Dämonentor und ich weiß nicht, ob wir dann, oder Unterwelttor oder was das ist, ich weiß nicht, ob wir dann die Möglichkeit haben, nochmal zurückzukehren, keine Ahnung. Okay, Sprengkugel ist einfach voll. Ich muss es aber mal ganz kurz gucken. Wie kann ich denn... Ach, mit Dreieck bestimmt ist das dann... Da ich mit Fähig die normalen Pfeile... Gut, jetzt habe ich eh noch die Spezialwaffen, von daher ist egal. Aber ich denke mal, dass man dann zwischen Dreieck und Fähig das wechseln kann. Gut. Nee, ich denke, das sieht doch ganz gut aus. Speichern. Ja, und dann werden wir nämlich den nächsten Versuch starten. Jetzt haben wir nämlich Speicherslot 18 schon, seht ihr?